Vielleicht haben Sie auch in letzter Zeit von Hodenkrebsfällen bei jungen Fußballern gehört. Und vielleicht sind Sie genau in so einem Alter auch, wo Sie da reinpassen und denken sich, oh was, wie kann ich das denn selbst untersuchen? Das erzähle ich Ihnen gleich. Guten Tag, mein Name ist Dr. Marc Böckern, ich bin Urologe und Androloge hier in der Urologie am Rhein in Köln. Ein Hodenkrebs ist ja der häufigste Tumor beim jungen Mann. Zum Glück kein sehr häufiger Tumor, aber der häufigste Tumor, den es bei jungen Männern so gibt. Man kann das wunderbar selbst untersuchen und sich selbst checken und es gibt einige Warnsignale dabei. Diese Selbstuntersuchungen werden auch wirklich von Urologen vielfach propagiert und empfohlen. Aber was muss man wirklich machen? Also zum einen, einmal im Monat sollte man sich selbst untersuchen. Am besten klar in so einer entspannten Umgebung, vielleicht nach dem Duschen, das ist eh ganz gut, dann ist da unten drum alles warm, hängt so ein bisschen lockerer und ich kann dann besser auch den Hoden selbst tasten. Das Erste, was wir machen sollten, ist, ziehen so ein bisschen den Hoden hoch und tasten so, also den Hodensack nach oben und tasten mit den Fingern mal so über beide Hoden drüber, um dann zu gucken, tastet sich das Ganze glatt an. Ja, und was tasteten Sie dann? Sie tasten den Hoden. Das ist das hier unten. Der soll ganz glatt sein, also eine ganz glatte Oberfläche. Viele Männer sind dann ein bisschen überrascht, weil sie tasten nämlich was anderes, was nicht so glatt ist, und das ist der Nebenhoden. Der Nebenhoden läuft von unten bis oben und sitzt dem Hoden unmittelbar auf. Relativ weiches Gewebe, und dann darüber tastet man dann den Samenleiter und den Samenstrang. Wenn man also den Hoden einmal von unten getastet hat, dann nehmen Sie jeden Hoden einzeln so in die Hand, fixieren das und tasten nochmal drüber, dass die Oberfläche ganz glatt und weich sich anfühlt. Was sind Warnsignale? Also sobald Sie was tasten, was hart sich anfühlt, also so hart wie so ein Knöchel, also knochenhart, das ist ein Zeichen, erstmal egal wie groß, ist ein Zeichen, dass Sie damit bitte zum Arzt gehen. Wenn das was ist, was eher weh tut, ist das eher sogar ein gutes Zeichen. Ein Hodenkrebs tut nämlich nicht weh oder zumindest im Anfangsstadium nicht weh. Den Nebenhoden, das was ich eben sagte, was so aufsitzt, kann man häufig ganz gut auch unterscheiden. Wenn Sie da leicht draufdrücken, zieht Ihnen das so bis in die Leiste rein, so als ob Sie so einen Stoß da reinbekommen hatten. Also wenn Sie das draufdrücken und das tut so weh, dann ist es wahrscheinlich der Nebenhoden. Verhärtungen, die es auch manchmal gibt, sind Verhärtungen, die gar nicht am Hoden sind, sondern so daneben oder in der Hodensackhaut drin. Da gibt es so Sachen wie Talgdrüsen, die da sein können, die auch wirklich hart sich anfühlen können. Das ist harmlos, ne? Oder das ist was anderes. Damit gehen Sie auch mal zum Arzt, aber da brauchen Sie keine Panik vor Hodenkrebs haben. Hodenkrebs ist wirklich auf dem Hoden selbst. Wenn da was Auffälliges ist am Hoden, sollte man tatsächlich schnell zum Arzt gehen. Ja, ein Hodenkrebs ist ein schnell wachsender Tumor, auch ein Tumor, der relativ schnell so Metastasen macht, Streuungen macht, da also nicht zu lange mit warten. Dann lieber mal zum Urologen gehen und da beim Urologen vor der Tür stehen und sagen, hier, ich habe totale Panik, ich habe da was getastet, kann ich nicht bitte heute in eure Notfallsprechstunde kommen? Da hat jeder Verständnis für, dass man da Angst vor hat. Und dann meistens ist nichts, ne? Sie gehen nachher raus und der Urologe hat auch ein gutes Gefühl, dass eben nichts Schlimmes war. Man will ja lieber nichts Schlimmes entdecken, als dass man was Schlimmes sieht. Wenn es Hodenkrebs tatsächlich ist, sollte man wissen, klar, das ist eine ernste Sache, aber Hodenkrebs ist extrem gut heilbar. Also wenn man das vernünftig und frühzeitig entdeckt, kann man es praktisch immer komplett heilen. Das ist eine gute Sache. Was macht so ein Urologe mit Ihnen, wenn Sie da dahin gehen? Der würde jetzt erstmal tasten und der würde einen Ultraschall machen. Im Ultraschall kann man den Hoden, also auch das Innere des Hodens, perfekt sehen und kann wirklich super sagen, da ist was oder da ist nichts. Auffälligkeiten im Ultraschall sind oder wenn man sich sicher ist im Ultraschall, dass da irgendwie ein Tumor ist, dann macht man auch so spezielle Blutwerte. Aber wenn das alles normal aussieht, reicht die Untersuchung und der Ultraschall. Das sind die perfekten Untersuchungen dafür. Also, keine Angst. Wir haben in letzter Zeit wirklich häufig junge Männer, die kommen. Ich finde das super. Ich finde super, dass junge Männer auch jetzt mehr auf sich selbst achten, was auch gerade was so Vorsorge angeht. Also im Zweifel lieber einmal zu viel zum Arzt gehen, wenn sie da
Jahrestasten was auffällig ist. Wenn Sie nicht direkt einen Termin beim Urologen kriegen, kann natürlich auch der Hausarzt ein guter Ansprechpartner sein. Allerdings hat der meistens nicht die Erfahrung und auch nicht die Ultraschallgeräte, um das zu machen. Wenn Sie so Themen rund um die Urologie interessieren, Vorsorge interessiert, solche Sachen, dann abonnieren Sie doch den Kanal. Wir posten immer wieder neue interessante Sachen dazu. Bis dann. Tschüss.